Davon träumen vermutlich alle. Ein reich gedeckter Geschenketisch zum Weihnachtsfest nächste Woche. Aber das könnte vielleicht noch so ein bisschen schwierig werden. Ja, zumindest wenn Sie jetzt noch Pakete erwarten oder losschicken wollen. Denn viele Paketlieferdienste haben mehr als alle Hände voll zu tun. Hochsaison im Weihnachtsgeschäft. Für Einzelhändler, die noch versenden müssen. Und für alle, die noch schnell verschenken wollen. Geschenke für die Enkel. Meine Tochter und die leben in Frankfurt am Main, deshalb zwei Kisten. Einer hat Geburtstag und der Rest kriegt Kekse. Man kann sagen, die zwei Wochen vor Weihnachten macht man nochmal, also zwei Monate Umsatz, also viermal mehr, würde ich sagen. Besonders stressig ist es aber für die kleinen Filialen, die kaum noch wissen, wohin mit den Massen an Briefenpäckchen und Paketen wie für diese hier in Berlin-Zehlendorf. Ich bin irgendwie gestern an der Post in Zehlendorf vorbeigefahren und da war die Schlange wirklich bis auf den Bürgersteig. Also man muss ein bisschen schauen, wo man hingeht. Heute ist besonders voll jetzt, also die Tage, wenn ich hier auf jeden Tag vorbeifahre, also es sind immer draußen bis Schlange. Aber die Dame, die tut es so toll über Wäldchen, die macht es zack, 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 geht es drucki zucki bei ihr. Mal geht's schneller, mal langsamer. Mal ist es voller wie hier in Potsdam, mal leerer wie hier in Ludwigsfelde. Am Ende aber zählt, kommt alles rechtzeitig am 24. an. Erfahrungen. Die liefern gut, die sind freundlich, alles perfekt. Also ich kann da mich gar nicht beschweren und mir tun sie auch immer leid. Die letzte Post, die wir kriegen sollten, war zwei Wochen unterwegs, das hat schon lange gedauert. DHL braucht mindestens zwei Tage länger, ja, und auf GLS warte ich seit dem 9.12. Ich gehe nach Amerika und bringe meine Pakete mit mir. Gute Erfahrung, also das, was ich bestellt habe, das ist pünktlich gekommen. Unterschiedliche Meinungen, in der Tendenz in Berlin und Brandenburg jedoch positiv. DHL hat für die Vorweihnachtszeit vorgebaut, wie man uns schriftlich mitteilt. Um die erhöhten Sendungsmengen bewältigen zu können, beschäftigen wir auch dieses Jahr wieder bundesweit insgesamt rund 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte in allen Bereichen der Produktion, insbesondere im Paketbereich. Dennoch gibt es auch Engpässe. Paketstau hier in Potsdam-Babelsberg seit circa 3 Tagen. Pakete werden nicht mehr ins Verteilerzentrum weitertransportiert. Deswegen muss ich jetzt erstmal von Babelsberg hier hinfahren und versuch's jetzt hier und hoffe, dass es noch ankommt. DHL bittet um Verständnis und will das Problem lösen. Man will jetzt zusätzliche Transportfahrten organisieren. Da kann man dem Postboten oder den DHL-Boten mal was Kleines geben, so. Da freut er sich auch, denn die wetzen ja wie verrückt, ne? Wir schaffen alles. Vor Weihnachten täglich 6 Millionen Pakete mehr als sonst. Eine Rekordmenge allein für DHL. Übrigens, wer bis zum 20.12. spätestens um 18 Uhr seine Post abgegeben hat, der, so sagt DHL, bekommt seine Geschenke bundesweit noch rechtzeitig zum Fest geliefert.